So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood Part 31. Ja, gleich mal unser Pferd hier herrufen wieder mal. Und weiter geht's zur nächsten Mission. So. Wie weit ist denn die jetzt hier entfernt? Ne, darauf wollte ich eigentlich nicht. Na. Ne, die ist nicht weit entfernt. Kann einfach schnell hinreiten. Und da ist sogar noch ein Taubenschlag. Wollen wir auch gleich mal gehen werden. Dass wir unsere Assassinen mal zur nächsten Mission losschicken können. Da. Na runter. Genau. So. Mission erfolgreich, Mission erfolgreich, neuer Assassiner. Assassinen. Der kriegt einen Punkt Rüstung. Und sonst haben keine neue Punkte gekriegt. Schade. Aufträge. Was haben wir denn in Köln? Würden das eigentlich alle zusammen jetzt hier schaffen? Nee, ne? 67%, ne. Ist mir zu gefährlich, nicht, dass sie hier noch nicht die Mission schaffen. Komm, 4 Schwierigkeit. Schicken wir die 2 einfach los. Und da ebenfalls nur 2. Lissabon. Ja, der Auftrag ist doch schön. 4 Sterne. Und da ist auch nochmal mit 4 Sterne. 78, ne. Ich bin da eher sicherer als Risiko zu gehen. 3, 4 Sterne? Ne. Ne. Gibt es denn hier keine Mission, die nur 4 einfach hat, ohne Sternchen? Da. So, dann gehst du und du mal. So, damit wäre das auch geschafft. Und weiter geht's zur nächsten Mission. Kommt jetzt hier hoch. Da ist eine Schmiede. Haben wir die schon renoviert? Ja, ne? Oder? Hi. Ja, die haben wir schon. Oder? Haben wir die schon? Ich glaube, ja. Ne, scheint nicht so. Ne. Dann renovieren wir mal eben die Schmiede hier. An diesen Preisen kommt man nicht vorbei. Halt! Obwohl. Schaut her! Warte mal kurz, was hast du denn dabei? Ja, Rüstung. Ach, der hat neue Rüstungsteile auch. Nehmen wir mal gleich die Stiefel hier. Und die Armschützer. Waffen. Was hat er denn bei Waffen? Streithammer? Nee. Nee. Nee, nee. Ja, beehrt mich bitte wieder. Ja, ja, werde ich. Ey, was ist los mit dir? Nix. Ey, was ist los mit dir? Ey, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Belastende Unterlagen, okay. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Was? Meine Schwester weiß ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit. Wow, unsere Schwester hat so einiges drauf. Und was jetzt los? Ist die Sequenz jetzt beendet? Ja. Sequenz 5 schon beendet. Na dann auf zur Sequenz 6. Gut. Und wahrscheinlich gibt es dann da wieder neue Rüstungsteile. Also dann gleich wieder zur Schmiede. Glaube ich jedenfalls.
Sequenz 6, der Baron de Valois. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So. Da ist eine Bank. Dahin gehen wir auch gleich mal. Und Geld abheben. Und jetzt zur Schmiede. Ich setze aus. So, was hat er denn? Rüstung. Sag ich doch. Mein Brustschutz. Und neue Schulterteile. Gut. Waffen. Ah, da hat er auch noch was Neues. Na, nur da. Ach so, okay. Nee. Kleine Waffen, was hat er da? Dolch? Ne. Messer, ne. Munition. Ein paar Armbrustbolzen. Und sonst. Geschäftsaufträge? Ne. Okay, investieren wir mal in der Schmiede mal wieder. Bis nächstes Mal. Arrivederci, Messere. Und dann machen wir uns mal auf zur nächsten Mission. Wo befindet sie sich? Ist die weit hier weg? Wo ist die denn? Hallo? Ach da, okay. Okay, ist schon weit. Ist hier irgendwo ein Tunnel in der Nähe? Da. Gut. Dann mal auf zum Tunnel. Und hier runter. Eine kleine Dusche. Und weiter geht's. Nein, werde ich nicht. Da ist auch schon der Tunnel. Na. Gut. So. Ich möchte gerne zum Ausrufezeichen. Da ist ein Tunnel. Ach super. Genau neben den Ausrufezeichen eigentlich schon. Das ist auch super. Da lang. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Torwächter, okay. Dann nehmen wir mal die Mission an. Und dann mal los. Wow. Kommt mal ran. Ja, werde ich gleich. Nach den ganzen Wachen hier. Zack. Ah, okay. Sie kommen von der anderen Seite! Ja, schön, wenn die von der anderen Seite kommen. Kommt ihr auch noch? Verteidigt den anderen Eingang! Boah, wie viele das auch sind. Den anderen Eingang! Da kommen jetzt wieder welche. Mensch. Nach den dreien. Okay, nach den vieren. Boah. Soll ich mal das Tor hier schließen endlich? Ja, noch wieder welche. Super. Ah, jetzt so. Auf ich jedenfalls. Na, komm schon. Perfekt. Komm, greif an. Auf jedenfalls. Jetzt schließen wir noch dieses Tor. Ja, ja, bin dabei. Haha. Und jetzt noch auf der anderen Seite das Tor schließen, wo die Action richtig abgeht. Die kommen von der anderen Seite!
Verteidigt den anderen Eingang! Gut. Mal schnell das Tor schließen. Oh nein, du kotzt mich jetzt nicht an. Nein, nein, nein. Schon zu spät. Komm, greif an. Toll, Bartolomeo befindet sich jetzt draußen. Super. Wie lange bist du müde wirst, Wurm? Meiner Klinge gerüstet nach deinem Blut. Ja, ja, ich komm schon rüber. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale. Hä? Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, vor tutto francese! Ganz ruhig, um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! So, dann mal rauf. Ja, wow, wow. Na komm, aus dem Weg hier. Na? Oh, nein, komm, den lassen wir in Ruhe. Kommst du mal? So. Gehorcht den Befehlen der... Warum die uns nicht angreifen, verstehe ich auch nicht. Wir können hier einfach so durchschreiten. Das ist ihr Lager? Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! So, Checkpoint erreicht. Okay. Das heißt dann wohl, ich beende diesen Part und wir sehen uns dann bei Part 32 wieder. Bis dann.